Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und Sie sind alle wohlauf. Es freut mich, Sie hier heute begrüßen zu dürfen bei unserem nächsten Talk und Interview der INITS Scale-Up Talk Serie. Mein Name ist Irene Fielke, ich bin Geschäftsführerin der INITS und ich habe heute die Freude, Gerhard Ecker, Gründer der Fenaris, hier bei mir begrüßen zu dürfen und zu interviewen. Er ist Gründer des Spin-Offs der Universität Wien. Und bevor ich Gerhard aber vorstelle, möchte ich mich gerne noch ein bisschen dem Thema widmen, was die INITS ist, für all jene, die INITS noch nicht kennen. INITS wurde 2002 durch unsere Gründerinnen TU Wien, Universität Wien und Wirtschaftsagentur Wien gegründet, ist der Hightech-Inkubator der Stadt Wien und bedient Ausgründerinnen und Gründer, Forscher und Forscherinnen, die Forschungsergebnisse verwerten möchten in Form einer Gründung in der frühen Phase. Wir haben mehrere Programme. A+B Scale-Up ist das Programm, das Forscherinnen und Forscher dabei unterstützt, Geschäftsmodelle auf Basis von ihren Forschungsergebnissen zu entwickeln und umzusetzen. Start-IB setzt ein bisschen früher an. Da geht es darum, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei unterstützen, die nicht selber gründen wollen, den richtigen Partner zu finden und eben eine Unternehmerpersönlichkeit an Land zu ziehen. Wir investieren aber auch in unsere Start-ups bis zu 100.000 Euro, um eben in der ganz frühen Phase mit sehr flexiblen und einfach einzuholenden Kapital die frühe Phase zu unterstützen und da einen mehr Schwung reinzubringen. Gerhard, darf ich dich bitten, dazu zu kommen? Ja, guten Morgen, Irene. Schönen Hallo. Guten Morgen, Gerhard. Danke, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und uns mit deiner Erfahrung zur Verfügung stehst. Die INITS Scale-Up-Serie will nicht nur erfolgreiche Gründerinnen und Gründer auf die Bühne, auf die digitale Bühne holen, wie zum Beispiel, wir hatten unseren ersten Scale-Up-Talk mit Niki Popper, dem Gründer der DWH. Der zweite war mit Johannes Homer, der Delitos gegründet hat, auch ein Spin-Off. Der TU Wien, es gibt aber auch andere, die jetzt noch kommen, sind erfolgreiche Gründer, wie zum Beispiel die Gründer und Gründerinnen von Fluidtime, Marinomed, MySugar und Spock sind wahrscheinlich bekannt. Du stehst ja mit deiner Gründung noch relativ am Anfang. Ja, das ist auch das, was wir mit der INITS Scale-Up Talk Serie machen wollen, die gesamte Bandbreite aufzeigen, auch die unterschiedlichen Wege aufzeigen und durchaus auch aufzeigen, und deshalb bitte ich dich auch um ehrliche Worte heute, dass es eben kein gerader Weg ist, dass man sich Kurven nehmen muss, ja, und darauf einstellen muss, dass man das auch Dimensionen und Wege annimmt, die man jetzt nicht von Anfang an so richtig geplant hat. Ja. Gerhard, du bist pharmazeutischer Chemiker, Toxikologe, auch Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien und engagierst dich auch in der Ausbildung, zum Beispiel im Bereich Pharmakoinformatik. Ja. Mhm. Wie bist du auf deine Geschäftsidee gekommen? Wie bist du drauf gekommen, auch mit INITS zu arbeiten? Was waren so die ersten Schritte auf deinem Weg? Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, ja. Das war ganz eine interessante Koinzidenz von, ich würde mal sagen, wissenschaftlicher Midlife-Crisis, so ein bisschen nach 50, 200 Publikationen, mehrere Millionen Drittmittel. Und dann fragt man sich, will man das jetzt noch 15 Jahre machen? Und gleichzeitig waren wir in mehreren EU-Projekten mit großen Pharmafirmen. Und da höre ich einmal bei so einer Kaffeepause, wie der Toxikologe von Bayer zu dem von Novartis sagt, sagen wir mal, ich verstehe nicht, wieso ihr das Modell von Gerhard nicht verwendet. Also wir haben das ausprobiert, das ist wirklich gut. Und dann habe ich so im Hinterkopf gehabt, in diesen ganzen Konsortialagreements steht drinnen, nach Ende des Projektes, under fair and reasonable conditions. Also da habe ich mir gedacht, gut, das gefällt denen
Und wenn man will, und das ist auch etwas, was ich einfach gesehen habe in meiner wissenschaftlichen Laufbahn, also keine einzige unserer Publikationen hat bisher einen Tierversuch eingespart in der Arzneistoffentwicklung. ToxFacts als Produkt wird das tun. Also man muss dann auch den Schritt irgendwann einmal tun und sagen, okay, wenn ich wirklich möchte, dass das in der Gesellschaft, in der Anwendung ankommt, das ist weder unsere Aufgabe an der Universität, noch können wir das wirklich auch tun. Ja, und dann bin ich zu unserem Tech Transfer Office gegangen und gesagt, was können wir da machen? Machen wir das als Universität? Und die haben mich zu euch geschickt. Sehr gut, danke. Und was war da deine Erfahrung auch durchaus in diesem Triumvirat, sozusagen Transferstelle, Initz, aber auch vielleicht darüber hinausgehend, was hat sich da an Netzwerk für dich aufgetan? Ja. Na, es war für mich, also ohne dieses Zusammenspiel auch von Tech Transfer Office und Initz, ich meine, es würde die Fenaris nicht geben. Wir waren ja als, ja, blauäugig. Also das euer Startup-Camp hat da schon Augen geöffnet, nicht auch vielleicht kundenzentriert zu denken und nicht einfach verliebt in der Forschung zu bleiben. Ich muss mich jetzt noch immer zurücknehmen, weil ich habe jeden Tag Ideen und ihr seht es nicht, ich bin ja auch so irgendwie als Mastermind, da laufe ich in unserer Firma. Da muss man schon sehr aufpassen, dass man vielleicht auch die richtigen Schritte setzt, um einen Plan macht, um ein Produkt zu kriegen, um das dann auch solide zu positionieren und Custom-Interviews zu machen. Das haben wir alles bei Initz gelernt. Und das Tech Transfer Office war dann sehr, sehr unterstützend beim Festlegen der Rahmenbedingungen. Du hast schon angesprochen, ich bin Dekan. Da ist es natürlich besonders wichtig, auch wenn man ja eine Vorreiterrolle hat und für seine Fakultät verantwortlich ist, das wirklich sauber zu regeln, den Transfer von Knowledge, das an der Uni erarbeitet wurde. Und ich sage immer, von hier bis hier gehört die Universität Wien. Das habe ich auch gelernt. Ob ich die Idee jetzt am Wochenende beim Joggen in der Wachau habe, ist irrelevant. Es gehört im Prinzip der Universität Wien. Und da gibt es halt sehr saubere Lösungen, dass man sagt, die IP bleibt bei der Uni, aber die Firma bekommt die Vermarktungsrechte gegen Royalties. Das heißt, wir geben etwas zurück an die Uni. Das soll ja auch so sein. Wir geben etwas zurück an die Gesellschaft. Und das war, ja, also wie gesagt, ohne dieses Dreieck, Tech Transfer Office, das in sehr offenen Gesprächen mit uns die Rahmenbedingungen ausarbeitet, Initz, das uns fit macht, auch durch immer wieder hinterfragen und auch peitschen. Nicht? Wo seid ihr denn? Wie viele Custom-Interviews habt ihr schon gemacht? Habt ihr schon einen Prototyp? Wie schaut euer Zeitplan aus? Redet ihr mit Investoren? War super. Okay, danke. Du bist ja Pharmakologe, Chemiker. Wie sieht denn dein Team aus? Ja, du bist ja nicht allein unterwegs. Was braucht man so als Gründer? Was würdest du da auch anderen mitgeben wollen, die direkt aus der Forschung kommend ein Unternehmen gründen? Ja, welche Kompetenzen braucht man da? Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist die Leidenschaft. Also wenn ich schaue, ich habe also das Core-Team in der Fenaris, sind die Melanie, die Annika und ich. Die Annika ist der CEO, kümmert sich um das Geschäftliche, um auch die ganzen rechtlichen Dinge, die wir machen müssen. Dies vom Background her hat sie EU-Projekte gemanagt in meiner Gruppe und die Melanie hat an der BOKU dissertiert und die macht das gesamte Coding. Die war auch in einer Informatikgruppe und die macht die ganze Softwareentwicklung als CTO, tut auch die zwei Leute, die wir angestellt haben, einfach auch führen im Entwickeln eines robusten Codes. Also, aber ich glaube, das Wichtigste ist gar nicht so sehr aus meiner Sicht der fachliche Background. Ich glaube, es ist einfach die Leidenschaft, den Weg gemeinsam zu gehen. Weil du hast gesagt, nicht, es gibt viele, viele Kurven und da braucht man Leidenschaft. Letztendlich muss man es einfach wollen. Ansonsten wird es nichts. Okay. Ja, du hast jetzt Kurven genannt. Ja. Ja. Welche Kurve, sowohl in der negativen vielleicht Richtung als auch in der positiven Richtung, war denn für dich am Weg bis dato denn besonders überraschend oder besonders positiv oder eben auch negativ? Ja, ja. Also das Positive ist sicher,
ich würde es jederzeit wieder tun, weil es unheimlich spannend ist. Ich meine, vielleicht kommt es aus der Midlife-Crisis heraus, aber also aus der wissenschaftlichen, sage ich einmal. Es ist doch, die Startup-Szene ist eine sehr junge Szene, ist eine dynamische Szene und es macht einfach riesig Spaß. Also das ist der permanente positive Spin, den man hat. Auch, dass wir jetzt von euch eingeladen werden zu diesem Interview, dass wir von anderen Firmen auch Kompetitoren eigentlich oder Mitbewerbern eingeladen werden, auch unsere Produkte vorzustellen über Web-Broadcasting. Also das ist so die positive Motivation, dass wir bereits zwei Produkte haben, die online sind. Also die sind fertig, ToxFix ist verfügbar. Das Negative, das Interessante ist, vielleicht zwei Dinge. Das eine, ich dachte immer, mit ToxFix werden wir Tierversuche einsparen. Das wird das Argument für Investoren. Das hat die einfach nicht gekümmert. Also, da hat man vielleicht, ja, ich glaube, die sehen, also bis jetzt, muss ich sagen, glaube ich, ist die Frage, scaled das Unternehmen, gibt es eine Exit-Möglichkeit? Und da sind wir halt sehr zurückhaltend. Nicht? Also ich hätte gerne ein solides, innovatives, schnuckeliges Unternehmen. Das ist für vielleicht Standard-Investoren nicht so das, wonach sie Ausschau halten. Wir haben am Anfang lange überlegt, machen wir sehr spezifische Software zum Einsparen von Tierversuchen oder machen wir eine Health-App. Mit der Health-App wären wir woanders. Und vielleicht machen wir das auch noch, aber muss man schauen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sind mit unseren Produkten online gegangen, wir haben das gebroadcastet, wir haben ein Pricing-Modell auf die Website gestellt. Die Leute schauen auf die Website, gehen zum Pricing und dann gehen sie nicht weiter. Also momentan sind wir gerade in der Überlegung, okay, wie, also am Freitag haben wir wieder eine Live-Demo bei einer großen Pharmafirma. Wie kriegen wir jetzt tatsächlich den ersten wirklich großen zahlenden Kunden? Das ist, ich meine, ihr habt uns darauf vorbereitet, dass das nicht von heute auf morgen geht. Ich weiß auch, gerade in der Pharmabranche dauert Minimum ein halbes Jahr, bis man dann man hat ihn an der Angel bis zum Vertragsabschluss. Aber das habe ich etwas unterschätzt. Okay. Und siehst du, du bist ja mit Pharmaunternehmen ja auch schon lange in vielen großen Forschungsprojekten, EU-Projekte und so weiter. Siehst du da sagen, als Forscher mit deinem Team gemeinsam sagen, Anknüpfungspunkte, die man irgendwie systematisch besser machen kann? Ja, ich glaube, einer der nach wie vor großen Bottlenecks ist der interne Datenaustausch. Ich weiß, das ist wahnsinnig heikel, aber wenn wir mit Computermethoden hier wirklich einen großen Schritt vorwärts kommen wollen, dann müssen wir diese Barriere, die eigentlich primär von Legal kommt, die kommt noch nicht von den Wissenschaftlern, dann müssen wir irgendwie etwas Schlaues finden und da sind wir auch dran, aber mehr sage ich jetzt dazu nicht, um diese Barriere zu durchbrechen und zu ermöglichen, dass man großflächig Daten austauschen kann, ohne IP zu verletzen oder zu gefährden. Wenn das der Fall ist, dann sind wir in der Vorhersage von Nebenwirkungen einen Riesenschritt weiter. Okay. Ja. Also da sehe ich ganz klar, dann kommt auch Deep Learning ins Spiel, das braucht große Datensätze. Die Datensätze in den Firmen sind zu klein für Deep Learning. Wenn ich 10 große Pharmafirmen zusammenspiele, bin ich auch da groß genug in den Datensätzen, um wirklich die neuen Methoden auszunutzen. Okay, vielen Dank. Wir haben ja auch einige Zuseher, die mit Sicherheit auch Fragen haben. Ich darf den Markus Berzka kurz nach vorne holen und darum bitten, ein paar Fragen aus dem Publikum auch mit aufzunehmen. Markus, danke. Hallo Irene, vielen Dank. Die Zuschauer sind noch etwas zurückhaltend. Ich habe zwar eine Erinnerung geschrieben, das vielleicht an dieser Stelle noch einmal die Erinnerung. Also wir freuen uns sehr auf Ihre Fragen. Bitte stellen Sie die Frage in den Chat. Ich sammle und bündle sie dann und stelle sie dann, nachdem die Irene mich aufgefordert hat, an den Gerhard Ecker. Okay. Gerhard, wie bist du zum, ich meine, ihr seid jetzt eben noch ein relativ kleines Team, ja, wie bist du zu den
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekommen. Ja, wie macht man das als Forscher, der ja durchaus auch noch dann eben die Rolle des Forschers aktiv ausübt und sogar eine noch größere Rolle in der Universität selber hat? Ja, also da sehe ich den großen auch Vorteil dieser Verbindung mit der Universität, weil ich habe natürlich permanent junge Leute in meiner Arbeitsgruppe und ich sehe hier schon beginnend vielleicht einen Wandel und das versuche ich auch, das gebe ich auch irgendwie als Entrepreneur, versuche ich zurückzugeben an die Universität, den jungen Leuten auch klarzumachen, es gibt andere Wege, als zu versuchen, einer von den 3% zu sein, der nach dem PhD irgendwann einmal in einer Professur landet. Und die zwei Leute, die ich jetzt habe, die kommen aus meiner Gruppe raus. Das eine ist ein Informatiker, der ist viel besser in der Firma aufgehoben, weil der will einfach coden. Und das kann er auch gut. Mhm. Und das zweite ist ein Bachelorstudent, den das einfach fasziniert. Und da ist einfach dieser, also da habe ich es leichter, weil ich an diese jungen, motivierten, hungrigen Leute einfach direkter herankomme, weil die ja sich vielleicht auch in meiner Arbeitsgruppe melden, bei mir arbeiten wollen, dann kriegen sie mit, wir haben auch eine Firma. Und so kommen wir momentan an, nicht über Jobbörsen, sondern eigentlich über die jungen Leute, mit denen ich permanent in Kontakt bin. Ja, und ist das als Dekan für dich auch eben ein wichtiges Thema, alternative professionelle Wege aufzuzeigen und sogar selber anbieten zu können? Ist das für dich auch ein Vorteil? Wie reagieren da deine Kolleginnen? Ja, es ist noch... Das ist gemischt. In der Pharmazie ist man schon offener, in der Biologie noch nicht so, aber das kommt auch. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man klar macht, und es wird oft falsch gesehen, es geht hier nicht um Ausnützen, es geht hier nicht um Auftragsforschung, es geht hier darum, etwas wirklich nachhaltig in der Gesellschaft zu etablieren. Und wir haben da schon, ich bin auch im Alumni-Club der Uni Wien und wir hatten kürzlich eine Veranstaltung, 2 Minuten, 2 Melonen. Da haben wir junge, einfach crazy Ideen vor einem Publikum pitchen lassen. Okay. Das ist, ja, das, ich glaube, so muss man das machen. So kommt man an. Und das war eine unheimlich tolle Veranstaltung. Das war Alumni-Biologie. Ja. Markus, ich habe gesehen, es gibt Fragen aus dem Publikum. Bitte. Ja, es gibt, ja. Und zwar, es gibt 3 Stück. Die erste Frage lautet, wie regeln Sie mit der Universität Wien die Frage des geistigen Eigentums zwischen Professor und Unternehmer? Mhm. Wie ich schon gesagt habe, das gehört der Uni Wien. Also das ist insofern sauber geregelt, als die Universität, die Rechte bleiben bei der Universität, wurde ja auch an der Universität entwickelt und die Firma bekommt eine exklusive Vermarktungslizenz. Und es wird unter standardisierten Bedingungen, was wir an der Uni-Gruppe entwickeln, dokumentiert, an die Firma transferiert und dafür ist Royalties zu zahlen. Und so trennen wir auch, wenn in der Firma dann Produkte weiterentwickelt werden oder neu entwickelt werden, dann ist das der Stichtag. Und wir zahlen über einen bestimmten Zeitpunkt, zahlen wir Royalties. Mhm. Die zweite Frage betrifft das Thema Finanzierung und lautet, wie finanzieren Sie derzeit Ihre Ausgaben? Unsere Ausgaben ist, wir haben von INITS, wieder INITS, INITS ist bei uns investiert, wird noch ein bisschen dauern, bis ihr euer Geld zurückbekommt. Und wir sind auch in zwei EU-Projekten, wo die Fenaris, also die Universitätsarbeitsgruppe, ist für das Wissenschaftliche zuständig, aber das sind spezielle EU-Projekte, das ist Innovative Medicines Initiative, die sind mit großen Pharmafirmen und da geht es eben auch nicht nur darum, Forschung zu machen, sondern das auch zu implementieren und den Code dahinter entwickeln, das macht die Fenaris und dafür hat sie einen Anteil des Budgets. Okay. Und dann gibt es jetzt noch 2 Fragen. Die erste Frage lautet, stimmt es, dass es in Österreich besonders schwierig ist, ein Startup zu gründen, damit gemeint sind behördliche Hürden, Steuern etc.? Wie ist das aus deiner Perspektive? Nein, das Gefühl, dass es schwierig ist, hatte ich eigentlich nicht. Das Gefühl, es ist nicht billig. Es ist vielleicht dann schwierig, wenn man versucht, sich selbst durch den Dschungel
zu quälen, wenn man, wir hatten ja über das Startup Camp bei euch, hatten wir ja auch Adressen von Rechtsanwälten, Notaren, die hier Erfahrung haben. Und so gesehen, also schwierig war es eigentlich nicht. Es war halt nicht gerade billig. Und die letzte Frage ist eine Frage, die das internationale Paket betrifft. Welchen Status, welches Image haben österreichische Startups bei internationalen Pharmaunternehmen? Wie ist der Wettbewerb dort gegen Startups aus China, USA, Großbritannien und so weiter? Also aus China, also in meiner Domäne, die Startups, die ich kenne, die hier im Bereich sind Österreich, Deutschland, England, China sehe ich hier nicht, USA sehe ich. Also das ist der Wettbewerb, wobei ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt die Platzhirsche, da hat man das Gefühl, es ist Konkurrenz, also da wird das sehr genau beobachtet, auch natürlich das Interplay-Software, die wir in der Uni-Gruppe haben, dass das ja nicht, und das ist auch wichtig, plötzlich in der Firma verwendet wird. Ich meine, die Sachen muss man alles sehr sauber trennen, das ist klar. Bei den kleineren sehe ich mehr die Kooperation. Also wir sind zum Beispiel mit zwei Startups, die schon weiter sind als wir, die Produkte haben, die Kunden haben. Da vernetzen wir jetzt auch, verlinken wir unsere Plattformen. Und die haben uns angeboten, wollt ihr euer Produkt nicht irgendwo bei uns auch einbinden? Dann können wir Kunden an euch weiter, wenn die daran interessiert sind. Also da sehe ich eigentlich bei den Kleinen, sehe ich die Kooperation. Das sind natürlich auch sehr viel persönliche Kontakte, wenn man auf Tagungen ist, spricht, wenn man offen ist. China ist momentan, also in dem Bereich, nicht präsent. Es gibt jetzt noch eine Frage, die mich persönlich auch sehr interessiert, und zwar das Spannungsfeld Wissenschaftler-Unternehmer. Was ist das für dich? Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, ja, Gefahr. Ich glaube, dass man muss sich halt als, ich glaube, das Gemeinsame ist diese Leidenschaft, nicht? Also auch als Wissenschaftler. Ich habe keinen Job, das ist einfach Leidenschaft, und damit ist vielleicht auch am Wochenende, wenn ich ein Science-Heft am Wochenende im Garten lese, ist das für mich nicht Arbeit. Das ist Vergnügen. Also das ist, ich glaube, das ist gemeinsam, das Gleiche gilt für die Firma, es ist einfach spannend. Es ist nicht ein Job, den man macht, sondern es erfüllt einen, man hat einfach Leidenschaft dafür. Worauf man aufpassen muss, und das kann ich nur jedem mitgeben, als Unternehmer geht es darum, dass man ein Produkt entwickelt, ein Produkt am Markt platziert, und dieses Produkt, und das haben wir wieder bei gern, das muss auch wer kaufen. Das heißt, man sollte Dinge entwickeln, die dann auch tatsächlich für die es einen Markt gibt und die dann auch gebraucht werden. Und das erfordert auch viel Reden mit potenziellen Kunden. Ich kann nur eine Geschichte aus meiner eigenen. Wir haben die Meetings, und dann habe ich irgendwo, ich probiere das natürlich immer alles selber aus und sage, da bleib ich stecken und sage, naja, das ist dein Browser. Du musst das mit Google Chrome machen. So, was heißt mit Google Chrome? Ich meine, die Pharmafirmen haben alle Internet Explorer. Die meisten sagt der zu mir, na, da sind sie selber schuld. Sag ich, nein. Unser Produkt muss auf deren Browser laufen. Die werden nicht flächendeckend auf Google Chrome umsteigen, weil es für Programmierer vielleicht einfacher ist. Also da ist das Spannungsfeld. Wissenschaftler ist Wissenschaftler, sage ich, Google Chrome oder Safari, super. Ne? Als Unternehmer muss ich sagen, das sind die Software-Tools in großen Pharmaunternehmen, und dort muss das laufen. Also Anschlussfähigkeit am Markt ist ein Thema, das wichtig ist. Glaubst du, dadurch, dass du ja direkt aus der Forschung kommst, ist da das für einen Forscher, eine Forscherin besonders schwierig, ja, diesen Anschluss zu finden, im Gegensatz zu, ich sage jetzt nochmal, einem Gründer, einer Gründerin, die da draußen am freien Markt schon unterwegs ist und vielleicht direkt am Markt auch Bedürfnisse erkennen kann? Ist das der Weg weiter? Ich glaube schon, weil es sehr viel Selbstdisziplin erfordert, nicht? Man hat permanent Ideen und denkt, also wo könnten wir schon sein,
wenn ich nicht diese Restriktionen hätte, dass ich eben diese Anbindung codetechnisch sicherstellen muss, dass ich mich auf bestimmte Browser konzentrieren muss. Und das ist vielleicht mühsamer, weil sie anders dokumentiert sind. Im Wissenschaftler brennt die mehr, weiter. Noch was Neues. Und da ist vielleicht, wenn man jetzt nicht als Wissenschaftler einsteigt, hat man sein Produkt im Auge und platziert das. In meiner Seele sind immer, also in meiner Brust sind immer zwei Seelen. Ich sehe schon die Version 5. Ich habe die Version 5 von ToxFacts da drinnen. Aber jetzt geht es darum, die Version 1 wirklich robust zu haben. Ja. Und zu verkaufen. Ja. Und zu verkaufen, genau. Ja. Okay, alles klar. Du bist heute ja eben, wie gesagt, noch relativ klein. Also gerade mit den ersten Produkten am Markt und da gibt es auch noch nicht wirklich großartigen Umsatz. Du bist Teil bei Initz auch des Initz Scaler-Programmes. Da geht es ja ums Scaling Up, ums Wachstum. Wie siehst du diese Entscheidung? Wachstum kann ja auch unterschiedlich sein. Das kann so dieser Hockeystick, dieser berühmt-berüchtigte sein. Es kann auch ein langsameres, organisches Wachstum sein. Wie siehst du das für dich? An welchen Kriterien auch entscheidet ihr das oder habt ihr das entschieden? Ich glaube, also Moment, wir reden regelmäßig mit Investoren, aber da muss einfach die Chemie stimmen. Da haben wir keine Kriterien. Es muss einfach, irgendwo muss man das Gefühl haben, da ist jemand, der will den Weg mit einem gehen, weil ihn das Produkt oder weil wir als Unternehmen und unsere Produkte ihn oder sie faszinieren und nicht so sehr, weil er in uns in 5 Jahren das nächste Mal Sugar sieht. Mhm. Also momentan haben wir organisches Wachstum, also sehr langsames Wachstum. Wenn wir so jemanden finden, also ich kann nur sagen, da einer der Platzhirsche auf unserem, in unserem Metier, die haben 150 Leute. Also das kann schon scalen. Das ist halt eine Charity, was es natürlich noch schwieriger macht, wenn es um Wettbewerb geht, weil die können natürlich auch anders, ein anderes Pricing anlegen. Aber mit denen kooperiert es ja, oder? Ist das nicht mehr ganz. Das war auf dem Weg. Wieder so eine Kurve. Das war so eine Kurve, wo wir irgendwann einmal das Gefühl gehabt haben, das ist vielleicht mehr Einbahn als Kooperation. Da ging es vielleicht mehr darum, herauszufinden, wie weit sind die, was können die, kann uns das gefährlich werden. Das hat auch mit dem Wechsel des CEOs dort zu tun gehabt, mit dem CEO, der in Pension gegangen ist. Das war eine andere Gesprächsbasis. Oft sind es einfach auch, es ist ein Wechsel, man hat jemandem anderen gegenüber, der hat andere Prioritäten. Und ja, also nein, mit denen sind wir nicht mehr so eng im Kontakt. Das sind jetzt mehr die Kleineren, die vielleicht so 15, 20 Leute haben. Da ist es sehr spannend, mit denen zu kooperieren. Cool. Markus, gibt es noch weitere Fragen? Ja, warte, Markus muss sein Mikro einschalten. Ja, das, danke. Ja. Es gibt noch eine letzte Frage vielleicht noch. Eine letzte Frage. Problemlösung. Die letzte Frage lautet, was genau ist jetzt das Problem, das du mit deinem Produkt löst? Das Problem, das wir mit dem Produkt lösen, ist, je früher man in der Arzneistoffentwicklung Nebenwirkungen abschätzen kann, desto mehr erspart man sich in Fehlversuche, Zeit, Tierversuche und damit Geld. Und was wir machen ist, das kommt auch aus einem EU-Projekt heraus, wir verknüpfen öffentlich verfügbare Datenbanken und machen in diesen Datenbanken Suchen auf eine sehr komplexe Art und Weise, die es uns ermöglicht, auf Basis der Daten, die im Endeffekt da draußen sind, aber nicht strukturiert verfügbar, eine andere Qualität der Abschätzung zu bekommen, wo ist denn das Risiko für diese Substanz? Und das machen wir vor dem ersten Tierversuch, weil da ist die Pipeline, da gibt es noch viele Substanzen. Wenn man da die falsche Entscheidung trifft und dann später drauf kommt, ich habe Leberschäden, dann verliert man ein Jahr, verliert ein paar Millionen, geht wieder an den Start zurück. Und unser Produkt ermöglicht hier einfach die Entscheidung, wir können die Entscheidung dem Toxikologen nicht abnehmen. Aber wir können ihm ein Tool zur Verfügung stellen, dass er
vielleicht die richtigen Entscheidungen trifft oder besser priorisieren kann. Das macht Toxfacts. Okay. Gerhard, vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Eine letzte Message vielleicht, die du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Ja, also vor allem vielleicht den jungen Leuten, den Studierenden einfach offen sein. Es ist unheimlich spannend. Und vielleicht eine zweite Message, es geht also momentan oder es geht nicht darum, reich zu werden. Es ist einfach eine spannende Sache. Danke dir. Ich darf zum Schluss noch darauf hinweisen, dass ich nächste Woche die Freude habe, auch so eine Forscherin interviewen zu dürfen, Eva Brischl-Grassauer, die Mitgründerin der Marinomed, eines der erfolgreichsten Startups der Initz, unser erster Exit an der Börse, an der Wiener Börse. Die Eva ist auch Uni-Wien-Studentin gewesen und hat mit ihrem Co-Founder und Ehemann Andreas Grassauer die Marinomed gegründet. Das ist jetzt schon sehr lange her. Naturgemäß sind die auch jetzt schon sehr viel weiter. Und mich freut es ganz besonders, dieses Unternehmen vorstellen zu dürfen, weil die Marinomed auch heute Therapeutika gegen SARS-CoV-2 entwickelt und da sagen wir, einiges an nicht nur unternehmerischen, sondern auch aktuellen Themen zu berichten hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie alle wieder dabei sind kommende Woche. Melden Sie sich einfach an. Wir sehen uns wieder in der Früh, schlagen 9 in der Früh. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse und für die guten Fragen. Danke dir noch einmal, Gerhard, für das Dasein und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und danke, Markus, für das Unterstützen im Hintergrund und im gesamten Initz-Team. Wir freuen uns auf den nächsten Initz-Scale-Up-Talk. Einen schönen Start in einen wunderbaren Tag wünsche ich Ihnen und auf Wiedersehen.